Moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen, tja, Sonntags-Waldtalk, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist leider nicht so schönes Wetter heute bei uns im Norden, aber ich denke wohl mal, das wird bei euch wahrscheinlich genauso sein. Jetzt habe ich mir hier mal ein schönes Waldstückchen ausgesucht. Bei uns im Ort kann man nicht direkt in ein kleines Waldstückchen hineingehen. Ja, Pitt, sabbel nicht so viel. Ich habe für euch zwei Filme geschaut. Und zwar der Film The Wolfman mit Del Toro und Hopkins. Den habe ich gesehen gestern. Den hat mir ja der liebe Filmhengst geschenkt. Was ist heute mit meiner Stimme los? Ja, es ist Sonntag. Ich glaube, man hat sich schon wieder einen aufgesackt. Und zwar, ja, fängt so an, dass einer gejagt wird durch ein altes Waldgebiet und dann von einem Werwolf totgebissen wird. Und dann wird Del Toro halt ja, informiert, dass das sein Bruder ist, der totgebissen worden ist von einem Werwolf. Ja, er kehrt zu seinem Vater, Anthony Hopkins, in einem wunderschönen Anwesen zurück. Ja, schönes, großes Anwesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schloss ist oder so. Ja. Oh. Und dann werden halt immer mehr Leute attackiert. Nachher wird Del Toro nachher selbst gebissen. Und dann kommen wir schon zum Spoiler. Ne? Ja, Anthony Hopkins ist damals von einem kleinen Jungen gebissen worden, der anscheinend Werwolfskräfte hat. Und ja, er wurde gebissen und hat dabei seine Frau getötet, und Del Toro, sein Sohn, hat das damals gesehen. Darauf wird Del Toro dann nachher eingewiesen, nachdem er Leute verletzt hat und eingewiesen ist in die psychiatrische Behandlung. Und da kommt dann halt Anthony Hopkins und sagt, ja, du, ich habe damals deine Mutter getötet, ja, weil ich selbst zu einem Werwolf geworden bin. Und darauf, nee, das kannst du nicht machen. Und ja. Und da beginnt dann nachher der Fight zwischen den beiden. Eigentlich ist die Geschichte recht gut aufgebaut. Da spielt ja der aus Herr der Ringe mit. Ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Agent und aus Matrix, Agent Smith. Ich weiß es nicht mehr, wie der heißt, aber ja, halt Police Inspektor, sage ich jetzt mal so, und der wird dann nachher auch noch gebissen. Und ja, kann man sich ja dann vorstellen, dann kommt denn der Vollmond denn nachher, und anscheinend verwandelt er sich denn nachher selbst. Und dann ist der Film schon zu Ende. Ja, der Film war ganz nett, ich weiß es gar nicht, von was vom Jahr der Film stammt, da habe ich jetzt gar nicht aufgeguckt. Ich weiß nur, dass es auch noch einen Film Wolf gibt. Der ist aber mit wie heißt denn der jetzt noch? Siehste, fällt mir jetzt wieder nicht ein. Fällt mir wieder nicht ein. Jack Nicholson. Ja, von Jack Nicholson natürlich. Ja. Genau. Ja, wie fand ich den Film? Ich fand den Film unterhaltsam, ich fand ihn jetzt ein bisschen langweilig. Bei dieser Version handelt es sich jetzt um die unzensierte Fassung, und die Kinofassung war wahrscheinlich mal zensiert. Oder ist zensiert. Jo, als nächstes kommt denn Jochen Tauberts Spiel mir am Glied bis zum Tod. Oh mein Gott, ich muss jetzt mal sagen,
Der Film hat mir jetzt wieder doch ein bisschen besser gefallen als I Piss in Your Corpse. Ne? Recht viel besser hat er mir gefallen. Ja. Den Handlungsstrang kann ich euch nicht erzählen. Am besten ist. Das Problem ist, von dem Jochen Taubert, da gibt es niemals Trailer von. Da gibt es niemals Trailer von. Ich habe damals. Klar war das ein Fake-Trailer, ne? Schade eigentlich. Schade, schade. Schade, dass man immer Fake-Trailer raushauen muss, um den Film halt zu verschleiern. Na gut. Ich glaube, das war's jetzt gewesen. Ja, jetzt kommen gleich vielleicht noch ein paar kleine Aufnahmen dazu. Ne, vielleicht wird das heute auch nicht das einzige Video sein. Es wird dann vielleicht gleich noch ein zweites Video geben oder so. Ich weiß das noch nicht. Vielleicht schneide ich mir dann noch was zusammen. Und dann ist das gut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ja, es ist ja noch früh. Es ist ja, glaub ich, jetzt mal gerade 10 Uhr oder so. Ja, es ist keine Menschenseele unterwegs. Deswegen habe ich mir diese schöne Location hier ausgesucht. Na, kann man ja mal machen. Es regnet noch nicht. Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Pit, der Flohmarktmaster. Ciao.